Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Okami HD. Wir befinden uns hier gerade am Eingang von Yoshpet, dem verschlingenden Wald, und die liebe Kay ist sogar auch hier, die uns ja sogar durch diesen Wald führen möchte. Also sprechen wir sie nochmal an, damit es endlich losgehen kann. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir können es uns nicht erlauben, hier nur rumzuhängen. Wir müssen schnell in den Wald. Du bist jetzt bereit, oder? Ja, wir sind bereit, na klar doch. Lass mich dich warnen. Unterschätze diesen Wald nicht, okay? Die Pollen der Bäume hier haben die Macht, Lebewesen zu verwirren. Wir Oina können hier nicht lange bleiben. Und ich nehme an, du auch nicht. Keiner von uns möchte hier in den Schneesturm verloren gehen und hier draußen sterben. Also bleib an mir dran und fall nicht zurück. Ja, das sollte hoffentlich kein Problem sein. Oh, Geister der Luft, der Erde und der See. Beschützt uns mit euren göttlichen Kräften. Und los geht's. Ja, wir haben hier sogar ein kleines Zeitlimit. Und ja, die Schätze werde ich ja da trotzdem noch mitnehmen. Naja, wird aber nicht einfach. So, wir können uns hier zum Glück noch ein bisschen Zeit kaufen, also da mache ich mir keine Sorgen. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Wenn ich ja jetzt hier sogar noch... Aua! Na, ich hoffe, Kai läuft nicht zu weit weg. Ah, cool, da hat jetzt ein Baum den anderen hier ausgenockt. Okay, Doppel-K.O. So, muss ich mich mal ein bisschen beeilen. Na, das ist natürlich nicht so ganz einfach. Wir müssen ja schließlich ja hinterherkommen, bevor die Zeit abläuft. Naja gut, ich hoffe, allzu schlimm wird das ja auch nicht sein. Ich glaube, selbst wenn die Zeit abläuft, komme ich hier noch einigermaßen durch. Also dann kann ich es eben halt von vorne machen, aber ich kann nur noch hoffen, dass dann auch alle Bäume dann wenigstens hier trotzdem noch geblüht, als geblüht gelten. So, dass ich das nochmal wiederholen muss. Okay, weiter geht's. Oh, Vorsicht. Also das funktioniert ja schon mal ganz gut. Hier haben wir noch ein bisschen Zeit. Nochmal 30 Sekunden oben drauf. Und da wieder ein Bäumchen. Und... das blüht mal schön. Und dann zu noch ein heiliger Knochen S. Jetzt könnte ich noch mal kurz gucken. Okay, ich brauche noch ungefähr 90 Punkte, dann kann ich den dritten Magen aufwerten. Ah, so gut durchkommen tun wir ja zumindest. Ich schätze mal, ich denke mal, von der Zeit her sollte es eigentlich reichen. Wow, Vorsicht. Ja, schon fast ein bisschen zu nah dran. Au! Aua, das tat weh. Na gut, ist nur ein geringer Schmerz. Das halten wir aus. So, hier lang. Kann ich aber erstmal trotzdem hier durchgucken. Nur um zu sehen, wo ich jetzt dafür landen werde. Wahrscheinlich nur ein Umweg oder sowas. Nein, doch nicht. Hier ist tatsächlich ein Schatz. Mit Katzenaugenklunkern. Ah ja, gut. Naja. Ist ja gut, dass man sich immer nochmal hier so umsieht. Auch wenn jetzt die Zeit dafür nicht gerade passend ist. Na gut, ich krieg das schon hin. Und Kai wartet ja zum Glück auch immer an gewissen Stellen auf uns. Gut. Nächster Gebietsabschnitt. Und ich hoffe mal, dass das jetzt hier auch als eine Art Checkpoint gilt. Und hier muss ich aufpassen. Wow, Vorsicht. Ich habe hier keine Lust, von dem Eiszapfen erschlagen zu werden. Gut, hier haben wir erstmal noch Heiligen Knochen M. Wow, Vorsicht. Und da ist sogar wieder ein wenig Zeit.
Au! Mein Gott. Au! Verdammt! Das habe ich jetzt voll übersehen. Das kostet wertvolle Zeit, das können wir uns doch nicht erlauben. Na gut, nehmen wir uns wenigstens erstmal hier das göttliche Amulett. Erhöht Göttlichkeit auf Maximum. Okay, dann nehmen wir das wieder mal schnell mit. Ein Porzellantopf. Ja, halbdurchlässigen Porzellan. Boah, verdammt, gerade hier sich zu bewegen ist wirklich nicht gerade einfach. Verfluchtes Eis. Oh, ah, verdammt, jetzt habe ich scheiße reagiert. So, hoffentlich sind wir mal bald da. Au. Jetzt komm schon. Oh Mann, die armen Bäume. Tut mir doch ein bisschen leid, dass ich jetzt hier auch ein paar Bäume fällen muss. Oh, das war knapp. Was zum... Mann, wieso steuert er jetzt nicht zurück? So, jetzt aber. Wahrscheinlich war der Schnee da irgendwie im Weg. Dass die Kugel dann einfach irgendwo im Schnee einfach jetzt hier zurückgeschleudert wurde. So, warte mal, hier geht's ja auch noch lang. Das muss sein. Oh, warte mal. Hier war ich ja offenbar schon. Ja. Alles klar, ich hätte hier also wahrscheinlich sowas wie eine Abkürzung machen können, um ihm halt ein bisschen Zeit zu gewinnen. Und apropos Zeit, mir läuft's davon. Aua. Blöder Eiszapfen, verdammte Scheiße. Boah. Na gut. Ganz ruhig. Nochmal. Ja, die muss ja natürlich auch mit. Die verstreute Perle. Und ja, hier geht's sogar noch weiter. Alles klar, okay. Ich gehe aber erstmal in die andere Richtung. Ah, Mann. Ich frag mich ja echt, ob das überhaupt von der Zeit her reicht. Dass ich es mir überhaupt leisten kann, mich hier umzuschauen, weil ich glaube, ich bin hier doch ein bisschen langsam. Ja, okay, und weiter geht's. Ja, nur noch eine Minute. Ja, weniger als eine Minute. Oh, oh, oh. Da habe ich natürlich ein bisschen Angst. Dann sollte ich mich jetzt natürlich ein bisschen beeilen. Also jetzt erstmal schnell hier durch. Und ich hoffe mal, das ist jetzt auch alles gewesen. Boah, verdammt. Riesige Schneebälle. Verdammt. Au. Das war sowas von klar, dass das noch kommt. Whoa. Ah, Mann. Mist. Das gibt's doch nicht. Ich renne mittendrin hinein. Oh, verdammt. Und ich schaffe das, glaube ich, nicht mehr. Jetzt komm schon, lass mich hier durch. Nee, das schaffe ich überhaupt nicht mehr. Au! Mann, jetzt macht hier die Kamera auf einmal so Mist. So, und nochmal. Amaterasu, bist du in Ordnung? Den Göttern sei Dank. Du wärst erfroren, wenn ich nicht in der Nähe gewesen wäre. Bitte streng dich mehr an, Amaterasu. Na gut, und weiter geht's. Ja, wir können jetzt nur noch mehr Zeit zu verschwenden. Komm schon, wir müssen jetzt schnell tief in den Wald. Bereit? Ja, klar. Okay, dann folgen wir ihr mal. So, so wie es aussieht, fange ich hier tatsächlich ganz von vorne an. Aber die Schätze und so weiter habe ich ja hier alles geschafft. Also die Schätze sind offen. Die Bäume sind natürlich hoffentlich jetzt auch hier noch alle am Blühen, zumindest die hier. Also zumindest die, die ich vorher schon hatte. Also wie gesagt, also ich brauche mir wirklich hier keine Sorgen zu machen, dass ich hier nicht alles mitnehmen kann. Warte mal, hier ist noch ein Baum? Ja, dann los, mach schon. Ich brauche ja schließlich das ganze Glück. Auch wenn es nicht gerade viel ist. So, weiter.
Wie Kai ja schon sagte, wir können es uns eigentlich nicht leisten, so viel Zeit zu vertrödeln. Und ich würde es ja auch gerne noch in diesem Part schaffen, wir ja das, den Mittelpunkt dieses Waldes zu erreichen. Ah, ja toll. Gucke ich mal kurz mal in eine andere Richtung und dann passiert sowas. Ja, vielleicht sollte ich sogar auch gleich mal überlegen, mir mal einen Knochen zu gönnen, weil... Die Lebensenergie nimmt ja doch ganz schön rapide ab, wenn ich ja immer jedes Mal ständig gegen irgendwas gegenkrache. Egal, ob es jetzt ein Dorn sind oder irgendwelche Eisblöcke. So, hier muss ich weiter... Ja, diesmal brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Außer jetzt eben halt wegen Eisblöcken. Boah, verdammt. Boah, verdammt. Boah. Boah. Ja, schön aufpassen. Ich sollte vielleicht nicht allzu schnell rennen, denn sonst kann ich wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Boah, okay, geschafft. Da sind wir jetzt drüber. Und hopp. Aber jetzt sind wir ja sogar schon hier und die Zeit läuft ja eigentlich auch ganz gut. Okay, nochmal hier 30 Sekunden drauf. Ah, Mann. Toll. Ein einziger Millimeter. Sowas kenne ich auch nicht so ab. Oh, Vorsicht. Immer schön auf die Eiszapfen aufpassen. Mann, das ist doch nicht normal. Gut, da vorne war ich ja auch schon. Das heißt also, wir müssen eigentlich nur diesen Weg weiter lang rennen. Und Mann, Kai kann gut mithalten dafür, dass wir jetzt eigentlich sogar hier schon mit übernatürlicher Geschwindigkeit rennen. Boah, ah Mist. Ich sag ja, das mit dem Rennen, das sollte ich lieber allzu sehr lassen. Also ich sollte schon öfter mal regelmäßig vielleicht mal ein bisschen auf die Bremse treten. Um eben halt nicht von Eisblöcken getroffen zu werden. Oder am besten, ich mache es so. Dass ich einfach mal auf irgendwelche Vorsprünge hier springe. Um diesen Attacken hier zu entgehen. So, jetzt geht erstmal das hier wieder los. Auch wenn ich jetzt ein Eiszapfen bin, meine Pinseltechniken funktionieren trotzdem noch. Mehr oder weniger. Hey, komm schon! Okay. Sieht man jetzt eben gerade so schwer, aber ich habe den... diese Pollen oder was auch immer das sein soll, doch noch erwischt. Na gut, und weiter geht's. Der hier auch noch dazu. Und weiter geht's. Ja, ich schätze mal, wenn man hier wirklich alles mitnehmen will, muss man das ja mehr als einen Durchlauf machen. Haben wir. Und du jetzt auch noch. Na also, fehlen tut ja bald nicht mehr viel. Okay, oh, da ist noch ein Baum und eine Kiste. Oh, Vorsicht. Wieso habe ich jetzt die Zeit angehalten? Ich habe zwar zwei Striche gemacht, aber die waren nicht parallel zueinander. Das soll jetzt leider kapieren. Egal. So, jetzt nichts wie rauf hier. Und hoffentlich sind wir bald da. Ich habe langsam keine Lust mehr auf diesen Wald. Okay, und weiter geht's. Ah, oh, da ist ja wieder so ein verfluchter Baum. Aber nicht mehr lange.
Schon ist es wieder ein freundlicher Baum, der keinem was zuleide tut. Gut, ich muss ja jetzt erstmal nochmal kurz in diese Richtung. Okay, da ist sogar was vergraben. Und eine weitere verstreute Perle. Sehr gut. Dann mal los. Wir müssen jetzt erstmal wieder schnell Kai hinterher. Wir haben da jetzt nur noch 2 Minuten Zeit. Naja, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Also ich denke mal, wir kriegen das dieses Mal sogar irgendwie nicht hin. Gut, da ist ja schon der nächste Abschnitt. Und ich würde mal sagen, wir sind da. Wir sind da. Es ist schon eine Weile her, seit ich das letzte Mal hier war. Deshalb hatte ich Zweifel, ob ich es noch schaffe. Weißt du, trotz dieser langen Zeit hat es sich hier kein bisschen verändert. Amaterasu, dieser Ort hier ist das kleine Geheimnis von Yospet. Willkommen in Poktan, der Heimat der Koropokel. Ich bin sicher, Isun wird dir noch mehr darüber erzählen. Ach! Egal, Kimo hatte Likas Gegenwart hier gespürt, stimmt's? Wenn wir sie nicht finden, bevor der Tag der Finsternis beginnt und sie nicht in die Vulkanbeschwörung durchführt, dann wird Kamui für immer unter Eis begraben werden. Wir verlassen uns alle auf dich, Amaterasu. Ja, klar. Poktan also, die Heimat der Koropokel. Und es wurde ja erzählt, Isun sei ja auch eine Art Koropokel, also würde ich mal sagen, ist das hier seine Heimat? Und was ist mit euch los? Kann ich euch nicht füttern? Was ist denn das für ein Mist hier? Wieso kann ich euch nicht füttern? Und wo führt eigentlich dieser Ort hier? Bleib sofort stehen, Abby! Ich werde dich hier auf keinen Fall rumführen. Okay, dann eben nicht. Das ist komisch. Also die Tiere hier kann ich anscheinend nicht füttern, wie es aussieht. Das ist ja seltsam. Na gut, dann würde ich mal sagen, wir gehen mal hier rein. Dieser Ort hat sich kein bisschen verändert. Amy, das Koropokeldorf Poktan ist in diesem Baumstumpf. Du, zu schade, dass du zu groß bist. Ich bin sicher, es würde dir gefallen, da reinzugehen und mit den Bewohnern zu sprechen. Och, ich glaube, das wird kein Problem sein. Sieh mal, wer wieder da ist. Hey, ist das nicht? Ja, das ist das Wunschzepter. Was macht es denn hier? Sag mir nicht, dass es dir eine Güte vergelten möchte. Oh, sieht wohl ganz so aus. Ja, wer hätte gedacht, dass Sachen so loyal sein können? Ich schätze, du könntest Poktan besuchen, wenn du kleiner wärst. Nun, Fellknäuel, gehst du nun da rein oder was? Poktan betreten? Na klar, warum nicht? Na gut. Wirklich? Nun, ich schätze, du könntest die Dorfbewohner nach Lika fragen. Aber du wirst alleine gehen müssen. Ich werde da nicht reingehen. Mein cooler Helm könnte so einen uncoolen Ort Schaden nehmen. An so einen uncoolen Schaden nehmen. Ah ja, klar. Ja, das wollen wir ja nicht, dass Isuns cooler Käferhelm ja irgendwie, ja, Schaden nimmt. Also dann, bis später. Na super, jetzt müssen wir also ganz alleine da rein, ohne unseren Kumpel Isun. Mann, der muss ja echt was angestellt haben, dass er sich da nicht ins Dorf reintraut. Naja, somit wären wir also hier in Poktan, dem Dorf der Koropokel. Und ich muss ja mal sagen, gar nicht so übel hier. Ganz nett. Ja, gut. Ein klein wenig kann ich mich ja hier noch ein bisschen umsehen. Zumindest will ich ja jetzt erstmal diese Schatzkiste da haben. Und ich habe es ja schon gesehen. Juhu! Und damit haben wir erstmal das hier schon mal. Und das ist ein Archat-Klunker. Diese einzigartigen Eigenschaften von Archat sind sehr modisch. Cool. Ja, ich muss ja echt schon mal sagen, gar nicht mal so übler Ort hier. Okay, wie komme ich jetzt wieder hier auf festen Boden? Ich würde mal sagen, ich muss diesen Weg hier nehmen. Und da haben wir sogar schon einen Heimischen getroffen. Tag auch. Wow, wir haben hier normalerweise keine Tiere. Die Bäume in diesem Wald verströmen seltsame Pollen. Die meisten Tiere und Monster halten sich fern, da sie diese nicht vertragen können. Wir haben Glück, dadurch war unser Dorf all die Jahre sicher. Auch wenn in letzter Zeit mehr Monster herumschleichen. Sie kommen immer tiefer in den Wald hinein.
Du bist ganz schön klein für einen Wolf und du hast eine seltsame Bemalung. Aber du scheinst kein böser Wolf zu sein. Und das ist es, worauf es ankommt. Naja. Ist ja logisch, dass er ja eigentlich in der Lage ist, Amys Bemalung zu sehen, weil Isun hat ja selber, glaube ich, sowas erzählt, dass die Korupokel ja besondere spirituelle Geister sind, die in der Verbindung zu den Göttern stehen und dementsprechend sind sie auch in der Lage, solche zu erkennen. Ja gut, Freunde, ich würde mal sagen, bevor wir uns jetzt hier genauer in Pongtan umschauen, würde ich mal sagen, ist es mal hier eine gute Gelegenheit, um den Part zu beenden. Also wieder mal vielen Dank hier fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder von Let's Play Okami HD. Bis dann, Freunde, und tschüss!